Guten Abend, liebe Freunde freiheitlich-patriotischer Politik. Gerade erfuhr ich aus der Presse, dass der langjährige Innenminister unseres schönen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, der CDU-Politiker Lorenz Cavier, von seinem Amt zurückgetreten ist. Wie kam es dazu? Nun, Lorenz Cavier ist in seiner Freizeit ein Jägersmann und das an sich ist ja nichts Anrüchiges. Es gab in der Vergangenheit viele Innenminister, die dem Weidwerk mit Hingabe frönten, zum Beispiel den seinerzeitigen preußischen Innenminister Hermann Göring oder auch später Erich Mielke. Tja, und Lorenz Cavier hat nun für seinen Privatgebrauch als Jäger vor ein paar Jahren eine Schusswaffe erworben, und zwar bei einem Mann, der dann kurz darauf von den Medien, vor allen Dingen aber auch von linken Politikern, als eine Art rechtsextremistischer Umstürzler und Teil einer geheimnisumwitterten, obskuren Untergrundarmee denunziert und kriminalisiert worden ist, als jemand, der insgeheim daran arbeitet, einen Umsturz herbeizuführen hier in Deutschland. Das ist natürlich völliger Mumpitz und hat einfach damit zu tun, dass die wackeren Kämpfer gegen rechts, die ja mit vielen, vielen hundert Millionen Euro Steuergeldern Jahr für Jahr gefüttert und genährt werden, dass die natürlich einen Feind brauchen, der ihre Existenz rechtfertigt. Und wo es da nicht genug tatsächliche Nazis gibt, müssen solche dann eben erfunden werden. Und was ist da nicht naheliegender, um auch noch mehr Fördermittel aus dem Staat herauszukitzeln, indem man gleich eine ganze Untergrund-Terrorarmee herbeifantasiert, die es zu bekämpfen gilt. Tja, und über diese Fantastereien ist der gute Lorenz Cavier nunmehr gestolpert. Und mein Mitleid hält sich da ob in sehr engen Grenzen. Denn Cavier hat über all die Jahre diesen aberwitzigen, hysterischen und auch in keiner Weise demokratischen und rechtsstaatlichen Kampf gegen rechts genährt. Er hat es fleißig unterstützt, das Treiben der linken Gesinnungsjakobiner. Er ist mit dafür verantwortlich, dass die Existenzen unbescholtener Bürger zerstört worden sind, auch und vor allem in seinem eigenen Verantwortungsbereich. Lorenz Cavier hat ja immer wieder nach der Pfeife der linken Politiker, vor allen Dingen der SED-Nachfolger, getanzt und in seinem Ministerium unter der Landespolizei Säuberungsaktionen vom Zaun gebrochen, denen doch eine Reihe von ehrbaren, fleißigen, engagierten Polizeibeamten zum Opfer gefallen sind. Da wurden Existenzen zerstört, da wurde der Ruf von ehrenhaften Männern nachhaltig ruiniert und daran ist Cavier maßgeblich mit beteiligt gewesen. Gerade erst vor kurzem hat er höchst selbst ja den aktuellen Verfassungsschutzbericht für Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt und da ging es natürlich dann auch wieder nur am Rande um den immer aggressiver und grausamer und brutaler vorgehenden Linksextremismus und auch nicht wirklich um den Islamismus. Nein, da wurde wieder der Popanz des Rechtsextremismus beschworen. Und nun, tja, nur kurz darauf muss man feststellen,
Der gute Innenminister hätte vielleicht den Mund diesbezüglich nicht ganz so voll nehmen sollen. Natürlich lehne ich es grundsätzlich ab, wenn Politiker aufgrund eines solchen Unsinns durch den medialen Fleischwolf gedreht werden. Aber in diesem Fall muss man ganz einfach sagen, Cafier ist selbst schuld. Seine eigene Politik ist auf ihn selbst zurückgefallen. Und es geht ja hier auch um die unfassbare Verlogenheit und Doppelmoral dieses Mannes. Es hat mich so ein bisschen erinnert an Günter Grass, der ja über Jahrzehnte vom hohen moralischen Ross herab sich als Moralapostel aufgespielt hat, als Gewissen der Nation, und dann plötzlich kommt heraus, Günter Grass war als junger Mann freiwilliges Mitglied der Waffen-SS. Ob das, er hat ja sich an keinen Kriegsverbrechen beteiligt, das muss man dazu sagen, fairerweise, und ob die Mitgliedschaft in so einem Truppenverband als junger Mann, ob man das wirklich jemandem ein Leben lang hinterhertragen sollte, darüber kann man trefflich und kontrovers diskutieren, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass jemand, der ja selbst wusste, dass er keine makellos reine Weste hat, trotzdem sich über andere Menschen erhoben, sie verurteilt, über sie gerichtet hat. Und genau das muss man an der Stelle auch Lorenz Cafier zum Vorwurf machen. Hätte er etwas kleinere Brötchen gebacken diesbezüglich, ja, dann wäre vielleicht auch das Urteil meinerseits etwas gnädiger ausgefallen. Aber es macht Lorenz Cafier einfach zu einer jämmerlichen Figur, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ich habe doch immer so toll und so eifrig gegen rechts gekämpft und mich gegen Rechtsextremismus engagiert, und nun wirft man mir vor und das und jenes, und dann jammert er auch noch rum, wie schlecht er von den Medien behandelt wurde, dass er Opfer einer Rufmordkampagne, einer Verleumdungskampagne geworden sei. Ja, das mag ja sogar vielleicht zutreffen, und wir alle wissen, ich ganz besonders, wie skrupellos und fernab jeden Anstandes und jeder Fairness die Medien mit Andersdenkenden in Deutschland, mit Dissidenten, mit Angehörigen, mit Protagonisten der freiheitlich-patriotischen Opposition zumal umgehen. Aber wann hat denn Lorenz Cafier, der sich jetzt ja so ungerecht behandelt fühlt von der Presse, dann zu einem frühen Zeitpunkt jemals den Mund aufgemacht und Partei ergriffen, wenn AfD-Politiker von den Medien mit Dreck beworfen, mit Lügen und Unwahrheiten überzogen wurden? Hat er da jemals so jemanden in Schutz genommen und hat gesagt, halt, stopp, so geht das nicht? Nein, das hat er nicht. Im Gegenteil, er hat die Lügen, die Unwahrheiten, die Kampagnen und Verleumdungen der Medien und anderer Protagonisten des Kampfes gegen rechts auch noch genährt, hat das Ganze unterstützt und hat sich daran eifrig und mit großer Wonne beteiligt. Und nun ist er selbst Opfer dieses inquisitorischen Treibens der Gesinnungsjakobiner geworden. Tja, so kann es gehen. Ich denke, dieser Mann wird uns nicht fehlen. Es ist überhaupt völlig egal, wer in diesem Land überhaupt ein Ministeramt bekleidet. Die wahre Politik wird ja doch ganz woanders gemacht. Trotzdem hoffe ich auch im Interesse der Polizeibeamten hier in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie nun einen anständigen, einen fairen, einen ehrenhaften Chef bekommen im Innenministerium, der auch das Schicksal von Lorenz Cafier vor Augen sich hoffentlich nicht beteiligen möge an diesen ganzen
Gesinnungsschnüffeleien und an diesen ganzen Säuberungsaktionen innerhalb des Staatsapparates. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen geht es übrigens nach Berlin zu der großen, hoffentlich sehr großen Protestdemonstration gegen das Bevölkerungsschutzgesetz. Manche nennen es ja auch Ermächtigungsgesetz. Nun, ich hoffe, dass sehr viele Menschen dort erscheinen werden, um ihre Missbilligung dieser Entmachtung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland Ausdruck zu verleihen. Ich hoffe auch, dass das Ganze natürlich friedlich und ohne irgendwelche Zwischenfälle ablaufen wird. Es ist sicher, dass der tiefe Staat seine Provokateure in die Masse der friedlichen Demonstranten und Protestierenden einschleusen wird. Aber ich bin guter Dinge und frohen Mutes. Und in diesem Sinne, bleibt aufrecht und bis bald.